Eine 1:20.397, das war meine Bestzeit aus dem Qualifying-Tempo, aber das war nicht meine Bestzeit aus dem freien Training. Es wird sehr schwer, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wird das ein Aus in Q1 bedeuten, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Monte Carlo. Das Ziel, ich bin ja gespannt. Platz 15 vielleicht? Können wir pokern? Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Nee, beim Ziel haben wir leider kein Mitspracherecht. So, andere MGUH drin. Schaue ich mir jetzt hier vielleicht doch mal an. Genau. Auch hier Teil 2. Nicht bloß der Turbolader, ganz alleine Teil 2. Nein, auch die MGUH. Und der hier muss halten. Gut. Dann auf zum Qualifying. Jetzt zu spät, wenn wir den wechseln müssen, gibt's eine Strafe. Park Fermé regeln. Wisst ihr Bescheid. Wir stehen an diesem Nachmittag am berühmten Circuit de Monaco und das Qualifying beginnt in Kürze. Und Stefan Römer ist natürlich auch wieder bei mir an diesem hoffentlich weiterhin so herrlichen Tag. Kein störendes Schlechtwetter, keine Probleme auf der Strecke und natürlich auch kein Platz für Fehler. Das stimmt, momentan sieht es da draußen wirklich sehr gut aus. Jedes Team hat seinen eigenen Schlachtplan für die Session, wobei die Autos, sobald sie einmal auf der Strecke sind, natürlich den Parc Fermé-Regeln unterstehen. Deshalb müssen jegliche Last-Minute-Änderungen hier und jetzt erledigt werden. Abgesehen davon liegt die Verantwortung beim Fahrer. Wer kann seine Reifen am besten temperieren? Wer schafft die beste Linie durch die Kurven? Natürlich heute alles ohne Rennbetankung. Das sind die mit Abstand schnellsten Autos seit sehr, sehr langer Zeit. Und hier im Qualifying sind sie natürlich an ihrem absoluten Leistungslimit. Legen wir los! Wow, Wellblech, schön. Ja, wer knutscht die Leitplanke oder nicht? Auch sehr entscheidend. 5 Kilogramm. Hä? Ja, es hat geklickt, aber warum kommt da jetzt was? Hä? Was war das jetzt für eine Anzeige? Es kam so ein Klickgeräusch. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben. Ich will doch bloß den Sprit ändern, du Pappnase. Was ist denn jetzt gerade los? Ich gehe nochmal zurück. Voreinstellung. Benutzer definiert. Ich lade nochmal. War ich da gerade nicht ganz rechts? Nochmal. Das ist auf jeden Fall mein Setup. Ich glaube, das Problem saß gerade vor dem Bildschirm. Ich habe schon eine ernste Miene. Jetzt geht's gleich los. Ich weiß, dass ich deutlich hinten dran bin. Nase anfahren und es gibt keine Rückblende, das ist klar. Das hier ist Qualifying. Wir fahren direkt raus, denn ich muss ja fahren. Die Reifen werden es auf jeden Fall mitmachen. Insofern. Was jetzt? Los! Wenn jetzt der Verbrennungsmotor hochgeht, direkt in der Aufwärmrunde. Das war aber immerhin noch besser als in der Aufwärmrunde beim Rennen. Guck mal, übergibt er denn. Also wenn er hier wieder einen Kackübergabepunkt gibt, dann gebe ich mir eine Rückblende. Okay, es war annehmbar. Magere Mischung ist nicht verfügbar. Oh. Das liegt wohl daran, dass ein Teil zu sehr verschlissen ist. Wisst ihr noch welches? Nee, ich kann da nicht hinschalten. Na, dann spare ich jetzt halt nicht. Was halt auch noch sein sollte, wenn ich den Generator, die MGUK, zu sehr abnutze, dann sollte die Bremswirkung schlechter sein, weil, oder die Bremsbalance hinüber sein,
weil das Ding bremst ja auf der Hinterachse mit. Das Ding sitzt hier hinten und wird von der Hinterachse mit angetrieben. Und dieses Klackern kommt nicht von der MGUH. Nee, es kommt sehr wahrscheinlich vom Verbrennungsmotor. Dieses Verschleißgeräusch. Na dann mal los. Also wenigstens unter eine 1,20er kommen. Habe ich am freien Training schon geschafft. Das muss ja auch drin sein. Magere Mischung ist wieder verfügbar, aber vielleicht nur für den Moment. Wir können sie jederzeit wieder verlieren. Jetzt brauche ich es aber auch nicht mehr. Für den Moment. War jetzt keine Bestleistung im ersten Sektor, aber an den Bar kann ich drauf aufbauen. Wie gesagt, ich kann jetzt ein paar Runden fahren, da mich etwas einschießen und dann vielleicht am Ende meine Bestzeit rausholen. Jetzt 19er wird es wohl noch nicht, oder? 18, jetzt 19. Nee, fast 1,21. Eingang zu 4. Nicht gut. Aber sie kommt auf meine Zeit Rückstand. Nicht gut. Konnte er aufs Gas steigen, Zeit gewinnen, ohne auf die Zwischenzeit zu blicken. Das muss so sein. Hintermann will schieben, ich bin zu langsam. Das weiß ich. Tut es mir leid, aber da muss er jetzt durch. Sieht nach Mercedes aus. Jo. Dann hat es wieder auseinandergefahren. So, nochmal Hafenschikane gut fahren. Auf jeden Fall auch besser als in Runde 1. Sogar im grünen Bereich. Der hat keine Lust mehr. Halbe Sekunde verbessert, aber noch nicht die 1,19er. Eine Runde kann ich noch. Dann komme ich erstmal rein. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
könnte die beste Runde werden. Es fühlt sich gut an. Die Zeit ist ja auch irgendwie grün, wie ich es vernehme. Oh, das war eigentlich... Ich bin kurz hängen geblieben. Man hat's gehört. Okay, wieder nicht. Kacke wird's, wenn die Standardmischung nicht mehr verfügbar ist. Und das überall. Schnell rein. Nochmal 13 gefunden. Es wird nicht für eine 1,19 erreichen. Noch nicht. Tja, ich kann nicht auf Mager schalten. Aber wir sollten mit der Runde hinkommen. Fahrer vor mir. Ocon liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 18,4. 18,4. Und wir sind schon 18. Kommen die sauber noch oder waren die schon dran? Prozent. Okay, ich fahre gleich nochmal raus. Jetzt würde ich gerne die Zeit wissen. Ah, was mir gerade einfällt, ich habe noch gar nicht geschaut, was für Befehle es gibt. Das ist mir bewusst. Mit den Reifen kann ich nochmal rausfallen, überall 4%. Kann zwar auch nochmal neue nehmen, aber es wird keinen Unterschied ausmachen. Da ist Herr Sainz. Aktuell auf der 11, das ist ja super. Aber ich komme immerhin besser rein, von Runde zu Runde. Die Mischung ist wieder verfügbar, aber vielleicht nur für den Moment. Wir können sie jederzeit wieder verlieren. Jedes Mal genau in meiner In- und Outlap ist das Ding nicht verfügbar. Und direkt im Anschluss oder, ja, danach eben schon wieder. Da werden Spielchen gespielt. Hey, wer trötet denn da so? Also ich bin mit dem Qualifying bisher zufrieden. Wagen soweit ganz behalten. Schade, dass ich auf meiner letzten Runde im letzten Sektor was verloren habe. Also Tunnelausgang war schon nicht so toll. Dann Tunneleingang, der Ausgang aus der Kurve davor. Und dann hinten Tabak, vierter Gang. Hm. War nicht so dufte. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,20,1. Ja, direkt schnell wieder raus. Alles bereit. Hätte jetzt noch eher ein Kilogramm weniger mitnehmen können, weil wir haben noch etwas weniger als die Hälfte der Zeit von Q1 zur Verfügung stehen. Was heißt du? So, gleich wieder besonders gespannt sein am Ausgang. Ich muss nicht umschalten. Ich hab zu viel Benzin mit. Jetzt hat er wieder komplett selbst übernommen. Verstehe ich nicht. Jetzt hat er die komplette Ausfahrt wieder selbst gefahren. Jetzt hat er die gefahren. Er ist die gefahren. Der Herr Autopilot. Fahren sie noch vorbei? Magnussen aktuell 17. auch raus. Wie aktuell letzter Ocon weiterhin vor uns. Ericsson wirklich noch davor. Was macht denn Ocon? Ja, ist wie bei den Williams nicht unbedingt die entsprechende Strecke. In dem Fall für ein Force India. Gab es ja abgesehen von dem einen Karriererennen, wo Massa, ich glaube, Doppelpodium für Williams bei F1 2015, gab es hier mal einen echten Rennen, wo Williams gut war, zuletzt nämlich nicht, ne? Die haben hier nun mal von Haus aus ihre Probleme mit niedrigem Luftwiderstand. Den Hintermann gibt es gerade nicht, das ist gut.
mir jetzt noch ein Teil um die Ohren fliegt im Qualifying, wäre das gar nicht schlimm, denn ich bin ja aktuell Letzter. Wie gesagt, wenn dann noch hier im Rennen, nein, habe ich was dagegen. So, neue Runde, neues Glück. Erste Kurve schon mal insgesamt schneller. Knappe 2 Zehntel Rückstand. Schön reingekommen. Am Limit. Ziemlich gut, finde ich. Auch super. Genauso hier. Ah, es wird die beste Runde, wenn ich es jetzt nicht verhaue. Wird. Knappe Sekunde verbessert bisher. Noch den letzten Startplatz loswerden, wenn ich mich reinknie. Ein 1.18er ist drin. Magere Mischung ist nicht verfügbar. Konträr zum ersten Anlauf in Q1. Das mit den Benzingemischproblemen. Zu weit außen. Viertelsekunde Rückstand. Das gewinne ich aber. Hab mal wieder den zweiten Eingangs gewählt. Hier war ich aber vorhin richtig gut. Das muss ich in etwa wieder hinbekommen. Hier war ich jetzt langsamer. Finde ich. Hat dich niemand leise gestellt, Jeff? Jeff, sei leise. Bestätige. Ich will die 1.18er. Zu weit gefahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo finde ich jetzt 4 Zehntel? Hier nicht. Na, die Runde kann ich vergessen. Schade. Fing gut an. Dann wollte ich weit was zu viel. Ich dachte gerade im Rückspiegel, ja, wo ist denn der Streckenbelag? Was ist denn gerade los? Warum ist so viel los? Aua, ja, fahr vorbei. Moment. Kommt da noch was? Nee. Ist der stehen geblieben? Weil hier jetzt noch gelb ist. Hat er sich vielleicht die Aufhängung kaputt gefahren? Ich wollte die da halt alle links vorbeilassen. Der Teamkollege lässt natürlich gerne vorbei. Aktuell ist er weiter. Hier kommt definitiv nicht weiter. Bin mit meiner Leistung aber zufrieden. Bestzeit an diesem Rennwochenende. 1.18 hätte ich aber auch noch ganz gerne gehabt. 83%. Habe ich noch maximal 17% fürs Rennen über. Sollte aufgehen. Aber wer sagt denn, dass es erst bei 100% hochgeht? Kann ja schon bei... ja, 85% hochgehen. Oder vielleicht auch schon bei 50. Bloß da ist mir schon drüber hinweg.
Ja, wir sind raus. Das ist soweit klar gewesen. Aber ich bin voll und ganz mit meiner Leistung im Qualifying zufrieden. Ich bin zwar dennoch eine Riesenecke hinter Ericsson. Der ist quasi eine 1.18er gefahren. Und Wehrlein gleich nochmal 7 Zehntel vor seinem Teamkollegen. Damit bin ich mal locker 1,2 Sekunden langsamer als Ericsson im Qualifying. Im Rennen kommen wir eher etwas näher ran. Was sehen wir mal? Ich werde gleich mal auf die Rennleitung schauen und bin gespannt, ob da einer jetzt einen Totalschaden bekommen hat. Ausgeschieden sind Lance Stroll, Stoffel Van Dorn, Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson und wir. Nee, bloß Kurve abgekürzt. Aber da war hinter uns noch gelb bei der Schikane. Ihr habt es womöglich gesehen, wenn ihr nochmal in den Rückspiegel geschaut habt, nach der Aktion oder auf die Streckenkarte, habe ich Stand jetzt nicht. Das Aus in Q1, so deutlich wie noch nie in dieser Saison, aber ich habe noch das Beste draus gemacht. Von Runde zu Runde gesteigert, den Wagen habe ich nicht verhauen und gerade das sollte mir auch im Rennen gelingen. Was ich toll fand, ich bin dann doch etwas überraschend besser reingekommen nach dem freien Training und konnte mich recht schnell von Runde zu Runde steigern und ich sehe da immer noch Potenzial. Dass wir dadurch einfach jemanden im Rennen überholen, sehe ich damit noch nicht, aber ich denke, ich werde im Rennen meine Freude haben. Das denke ich durchaus. Wenn ich hier auch wie zu Beginn des Rennens meinen Rhythmus finde und die KI so langsam wie noch nie am Rennwochen ist, sind wir einfach näher dran. Das sehen wir aber alles mal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.